Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play They Are Billions. Wir müssen Ranger ausbilden. Ich habe mich so verquatscht beim letzten Mal. Gut, das ist mir auch ein Thema. Ja, aber das ist das Thema, was ich letztens angesprochen habe. Ist auch für die Leute, die sich immer gefragt haben, warum mich das eigentlich... Das sind immer solche heftigen Ruckler zwischendrin. Aber gut, aber es ist halt für die Leute, die auch immer mal gefragt haben, warum mich dieses Thema eigentlich immer so interessiert. In dieser Richtung. Einfach, weil ich... viel in der Richtung in der Praxis erlebt habe und nicht nur in der Theorie mich rumwälze, wie es manche Leute tun. Und einfach weiß, dass manche Ansätze, die da immer kommen von dieser Richtung, einfach nicht funktionieren werden. Ich habe durchaus gute Kontakte zur Praxis, Berufswelt. Ich habe vor allem während meiner Abi-Zeit sehr, sehr viele Kontakte knüpfen können. Aber gut, gucken wir da rüber. Da. Ich brauche halt Nahrung. Mann. Für Nahrung brauche ich Worker. Ich stecke gerade ein bisschen fest, weil ich möchte eigentlich ja mich ein bisschen ausweiten, aber jedes Mal wird mir irgendwas weggeknabbert. Mann. Jetzt versuche ich es hier. Aber hier ist eine Stadt. Mann. Was ich auch mache, es ist Soldat, schieß bitte nicht. Tu es nicht. Denk an die Kinder. Denk doch an die Rinde. Moment mal, was? Och du liebe Zeit, was ist denn da am Anwanken? Mein Stück zurück. Rück zu Stück. Rück zu Stück. Klong, 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 klong. 9, 10. Wollen wir die 10 Nahrung? Ja, komm, nehmen wir die 10. Was ist da los mit Walking Dead? Nein. Ja, auch wieder. Okay, das geht noch. Hier ein Stück zurück. Ach, kommst mal drüber. Helf ihr mal. Da steppt mir gerade ein bisschen zu sehr der Bär. Warum? Warum kommt ihr gerade alle? Warum seid ihr so übersensibel? Hi, schön, dass du zu... Hi, schön, dass du hier vorbeikommst. Mann! Die Zo... Oh, wir stecken jetzt schon eine ganze Weile lang bei 2000 fest und ich... Ja, jetzt kann ich wenigstens wieder was machen. Ich konnte jetzt viel zu lange nicht nutzen. Oder gehen wir da unten hin mit den Häusern? Ja, mein größtes Problem ist gerade, ich komme nicht mit der Nahrung hinterher. Wie schaut es wenigstens aus hier? Ja, da brauche ich die Arbeiter. Ich brauche dringend Nahrungsmittel. Lalalalalal. Hätte mir den Pylon da nicht zerknabbert. Ich meine, hier könnten wir uns auch ordentlich was holen, aber... Schwierig, das gut zu halten. Das ist schon ein Stück weit weg von... Du bist ein Renner, ich habe schon gesehen. Aber den dürfte ich eigentlich kriegen. Infizierter Anführer. Da haben wir es wieder. Der hat ja auch wieder eine Last auf sich genommen. Ja, das ist... Das ist verlockend, aber ich kann hier nicht. Das ist ein richtiges Triggerschild, was ich da aushänge. Oh, die 16, das ist... Bleiben wir mal bei den 15 hier. Vielleicht kriegen wir da oben noch was errichtet, auf kurz oder lang. Kleines bisschen näher und vorsichtig bleiben. Dann einfach mal hier stehen bleiben. Du kannst mir mal hier ein bisschen gucken. Oh Gott, da rennt einer.
Infizierte Kolonistin, infizierter Jüngling. Okay, Jünglinge sind die langsam, oder? Ne, schwache Infizierte, okay. Das ist mir gerade echt zu haarig hier. Warum kam da eigentlich gerade so eine Ultra-Horde? Also jetzt eine Horde aus Ultramarines. Darf ich jetzt endlich... Mann! Ich verschwende gerade so viel Geld. Weil ich nichts bauen kann. Komm, mach mal wenigstens noch ein paar Ranger. Weil ganz ehrlich, bis die Häuser fertig sind, kann ich mit den drei Arbeitern eh nichts anfangen. Und sobald die Häuser da sind, habe ich dann wieder 2, 4, 6, 8. Das reicht dann genau für den Shop. Wunderbar. Für den Wood Workshop, für die Schreinerei. Woody, der Wood Workshop. Nein. Jetzt haben wir eigentlich ganz gut Ranger, aber... Nee, Lager. Nein, die brauchte 10! Die brauchte 10, verflucht! Oh, nö. So, jetzt hat aber. Schreinerei. Und dann gebt mir die Farmen. Gebt sie mir. Boah, ich mach's mal. Ich brauch das Geld einfach. Es geht nicht anders. Es tut mir leid. Da bin ich jetzt korrupt. Kleines bisschen Platz noch sichern. Hoffen, dass nicht so viel angerannt kommt. Dann mit den ersten Farmen wird es ein bisschen besser. Any infected around. Guter Witz. Es ist hoffentlich keine ernst gemeinte Frage. Nö, siehst du irgendwo Infizierte? Nee, Quatsch. Wo sollen denn welche sein? Das bildest du dir ein. Hier so ein Marktplatz, das man noch da oben, das wäre schon lecker, aber hier ist eine Stadt. Eigentlich nach hier unten hin. Ich meine, wir kriegen ja wunderbar eine Ding rein, dann vielleicht noch eine Bank daneben. Es ist. Ich bin gerade überlegen, wo ich es hinplatziere. Wir könnten auch hier eine Bank machen und da oben einen Marktplatz oder so. Ich mache zumindest erstmal so. Nächsten Abschnitt. Bis die Schreinerei fertig ist, vergeht auch wieder ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir wieder keine Energie mehr und für Energie finden wir wieder Arbeiter. Wenn man Nahrungsprobleme hat, ist es eklig. Und wir haben gerade irgendwie... Ich wünschte, ich hätte es für... Nicht schon wieder. Guck mal runter. Irgendwas triggert hier gewaltig. Gut, das sind wir, klar. Dennoch. Infizierter Anführer. Achtung, infizierte Anführer sind sehr widerstandsfähig und stark. Ich hab's bemerkt. Danke. Und da sind wir wieder voll vom Geld. Ich muss das jetzt nutzen. Wir haben keine Energie. Mann, das ist grausam. Energie kommt. Pylonen bitte. Welche Richtung würde ich jetzt gerne ausbauen? Die Schreinerei ist gleich fertig, dann können wir wenigstens unser Gold mal passend verbrauchen. Hier könnte ich einen Pylon gebrauchen. Und jetzt wird mir mal gemacht. Farmen. Gebt mir die Farmen. Geht denn hier schon wieder ab? Komm, das ist ein bisschen Blocker jetzt mal schnell wieder für Archers. Es gibt viele Dinge, über die ich mich bei der Map nicht beschweren kann, aber mit der Nahrung hätte es echt... Puh. Gut, hätten die mir den Pylon da unten nicht weggefuttert, hier kriege ich nämlich auch wieder was rein. Wie hier, kriegt was rein? Frisch Infizierte. Ich mag meinen Infizierten frisch. Frisch eingeflogen, noch schockgefroren nach der Ernte.
Ich weiß, es ist gerade wieder ein bisschen riskant, aber ich hätte gerne zumindest das Gebiet hier noch so weit, dass ich... Es ist so grausam. Es ist so grausam, hier was zu platzieren, hier, das ist... Die Farmen sollen sich mal beeilen. Schon bald kommt ja erst der Angriff. Versucht ihr auch mal ein bisschen weiter raus. Okay. Wenn die von der Stadtrichtung kommen, bin ich gearscht. Dann ist es vorbei. Dann ist Game Over. Das kriegt man nicht mehr hin. Wenn die Zombies von der Stadtrichtung kommen, ist... ist das wirklich euer Ernst, die Menge, die wir... Alter! Daneben. Wir müssen hier jedes kleine Büschelchen Gras ausnutzen, das wir kriegen könnten. Unter Umständen. Da ganz viele Häuser und wir müssen weiter forschen an Häusern. Der Platz ist gerade nicht das Problem. Machen wir erstmal die Ballisten. Ich brauche vor allem eine Richtung der Stadt hier. Die Mauern können wir später noch gucken, aber die Balliste, die uns dann schon beim Kiten ein bisschen aushilft, also... die Balliste, die für uns kitet, ne? Die Balliste rennt weg von den Zombies, die Bogenschützen schießen. Im Idealfall andersrum. Nein, 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 nicht, bitte nicht schon wieder das. Warum muss das so oft passieren? Ich habe keinen Raum, um zu kiten. Kommt, ihr müsst die Stellung halten. Wenn die Farm einnehmen, ist... Mann. Und jetzt geht's... Was ist denn da ab diesem Zeitpunkt los? Was geht da immer? Nee, das war's schon wieder. Ja gut, jetzt das Einnehmen von den Gebäuden, na klar. Ich verstehe es oftmals nicht. Ewig lang sind diese langsamen Zombies da. Und obwohl ich nur langsam ein bisschen mit dem Bogen anpulle... Komm, am laufenden Band. Das wäre es eh gewesen. Die kommen vom Westen, die hätten die Stadt mitgetriggert. So oder so wäre es vorbei gewesen. Aber auf einmal kommen unglaublich viele Renner an. Gleichzeitig. Ich guck. Ja, die werden. Das wäre sowas von unser Ende gewesen. Das hätte die Stadt mitgepult. Das hätten wir nicht hinbekommen. Na gut, nochmal. Na komm, wir lassen uns trotzdem noch zerstören. Ich muss wirklich früher sagen, dass die Truppen aufhören sollen. Aber das Problem ist, ich bin ja gar nicht... Auf dieser Seite da drüben bin ich ja kaum vorgerückt. Das war minimal. Also das ist ja wirklich hauptsächlich nur diese Engstelle gewesen, die ich gehalten habe. Plötzlich kam da mehr und mehr. Langsam summiert sich's. Gucken, was der werte Herr ING-Gott, ein Jesus, diesmal für uns bereithält. Bereit. Ja, das sieht mir schon mal ein bisschen farmiger aus. Ja, das ist... Alter! Okay, hier hat uns der mächtige ING Jesus gerade ein Geschenk gegeben. In welche Richtung möchte ich meine Häuser bauen eigentlich? Ich meine, das da hinten sieht gar nicht mal so schlecht aus. Komm, erkunden wir erstmal ein bisschen. Bevor wir eine Entscheidung treffen. Hi. Hi. Okay. Oh, hi. Oh. Ich glaube, da hinten möchte ich meine Häuser haben. Hier ein Steinbruch. Dort ein Steinbruch.
Guter Steinbruch, schlechter Steinbruch. Machen wir es mal so. Das mit den Häusern ist nicht gerade leicht. Okay, hier. Hier. Ist alles okay? Das möchte ich alles haben. Aber ich kann da jetzt schwer reinrennen und einfach holen. Ist das etwa... Oh. Die Map wird immer schöner. Das ist tatsächlich... Das ist das Erste, was ich mir sichern will. Ich glaube, dann gehen wir so. Das habe ich dann so nicht mal. Dann muss ich so gehen. So, ich hätte trotzdem nicht ganz unten bis zum letzten Eck mitgenommen, das Zeug. Da kann ich eigentlich doch hergehen. Und erstmal irgendwie so meinen Pylon errichten und dann da unten nochmal einen. Ich hoffe, das bereue ich jetzt nicht. Besiegt, wunderbar. Wenn ich so platziere, kriege ich dann noch einen zweiten irgendwo hier hin. Dachte ich es mir. Das ist immer so das Problem mit den Hütten. Man darf hier nicht nach maximaler Nahrungsauslast gehen, sondern danach, wie viel man platzieren kann. Und da hier ein Neuner. Und mit genug Energieversorgung kriegt man hier oben wahrscheinlich nochmal einen Achter oder einen Neuner hin. Hier... Machen wir es mal so, dann kriegen wir vielleicht hier einen und dann noch hier einen. Aber da geht ja noch mehr. Guckt euch das. Oh, 13. So, die Nahrung, die wir brauchen, kommt dann bald rein. Keine Sorge. Und nach da unten hin würde ich gerne ausnutzen. Danke, Spiel. Holz. Zehn. Da unten wird man bestimmt mehr bekommen, aber es spricht ja nichts dagegen, da noch eine zweite Holzfällehütte zu machen. Ich glaube, mit den 10 könnte ich mich erstmal zufrieden geben. Gib's dir. Noch ein kleines bisschen vorsichtig vor. Jetzt können wir mit dem Häuserspaß weitermachen. Die Sache ist die so lang oder so hoch. Wir können so 4 rüber machen in diese Richtung. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Obwohl, oh Gott, ist das jetzt so clever, die Häuser in die Richtung? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe blinde Zuschauer, dann tut's mir... Gut, ich glaube, die können das Let's Play so oder so nicht wirklich genießen. Es gibt blindenfreundlichere Formate, so würde ich es gerne sagen. Das ist zwar ganz nett, aber ja. Gleich. Gleich nehmen. 40. 42.
Wir könnten die Farm natürlich so nutzen, dass wir beide Plätze so gut es geht nehmen. 32. Ne, komm, hier nehmen wir einfach mal die maximale Effizienz zu Beginn. Das ist eine Auslastung, die mir jetzt unglaublich viel weiterhelfen kann. Und du lässt bloß das Gebäude. Das war jetzt knapp. Das war schon Glas Knoppers. Was kommt denn da? Komm mal mit rüber. Oh nein, wenn der Soldat schießen muss, dann... Aber er muss... Da rennen sie alle mit erhobenen... Warum? Warum kommen Leute auf die Idee, dass es eine gut, dass es ein echt toller Einfall ist, mit erhobenen Händen in der Luft schreiend im Kreis zu rennen? Nein, 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 nein. Alter. Das waren doch Knoppers. Stein. Stein. Holz. Weißt du was? Du patrouillierst mir erstmal hier lang. Das ist weniger Problemzone gerade, als das hier. Chicken Dinner. Ich brauche 30 Holz. Mann. This Utwin is not amused. Du stellst dich mal so dazwischen, so zwischen die Stühle. Hol dir das Holz. Hol's dir. Danke. Oh Gott, was kommt denn jetzt an? Ich hatte es jetzt eh gehabt. Ich hätte es so oder so gehabt, verflucht. Ich musste es ja drauf anlegen und... Hier 4, da 5. Würde ich mir nicht was von dem wegnehmen sogar? Ich nehme erstmal die 5 Steine. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Wenn der schießen muss, aber im Notfall muss er schießen. Wenn er schießen muss, muss er im Notfall schießen. Ach so, na dann. Oh ne, die Map war doch so schön. Du da, tu mal was. Für das Geld, was ich dir nicht zahle. Ich habe ein Geschenk versaut. Ich habe ein riesig großes Geschenk versaut. Diese Map war ein Geschenk. Die einzige ordentliche Position, um Häuser zu bauen, war dort. Irgendwas ist immer, ne? Und vor allem der Bonus mit der Farm, der war einfach zu schön. Nee. Nee. Wie viele Renner-Zombies hier einfach sind, ey. Haben wir eigentlich noch minimal. Wir haben zumindest genug Zeit, uns noch die nächste Map anzugucken, kurz. Ich möchte da trotzdem, ich bleib bei dem Schwierigkeitsgrad. Ich finde... Gefallen daran, mich vorzutasten. Gut, es mag vielleicht nicht den Anschein haben, dass ich mich vortaste, dass ich Fortschritte mache, aber ich finde, ich lerne mit jedem Mal trotzdem dazu, auf gewisse Art und Weise. Ich brauche nur mal den richtigen... Ich höre von unglaublich vielen Leuten, die die Map geschafft haben oder für 50 bis 100 Anläufe oder so gebraucht haben. Man braucht einfach ein unglaublich gutes Glück mit der Map. Man braucht ein richtig gutes Gespür dafür, dass sich mit der Zeit entwickelt. Okay, die Map ist auch wieder nett zu uns. Seien wir auch mal nett zu ihr. Seien wir einfach mal nett zurück, ne? Oder tun wir zumindest so. Die Map ist noch netter zu uns. Guckt euch das an. Wir haben sogar Stein zu Beginn. Und da... Oh Gott! Okay. Okay, wenn wir die versauen... Vielleicht werde ich es auch... Ich meine... Der Schwierigkeitsgrad ist böse. Aber das hier... Das hier... Schreit mich förmlich an, wie gut es ist. So was darf man nicht versauen. Ich habe gerade was gesagt. Junge. Du passt mir hier auf.
Oida. Was hier an Ressourcen in der Nähe ist. Okay, hier sind die Zombies ziemlich weit entfernt. Das heißt, der Soldat wird hier aufpassen. Wenn er hier schießt, dürfte er hoffentlich nichts in der Nähe triggern und... Gut. Also. Jetzt haben wir ein bisschen Ressourcen, um uns sehr früh einen schönen Steinbruch zu bauen. Passt ganz knapp nicht rein. Aber es wären 4 Steine. Und die wären mein. Und... tun wir einfach dieses oder jenes. Tun wir dieses. Dann kriegen wir hier wunderbar eine Fischerhütte hin. 6 Nahrung. Machen wir es. Tun wir es einfach. Und hier. Oh, 13. Kriegen wir da hinten bestimmt dann auch noch was aufgestellt. Hier ein kleines bisschen... ich wollte dich anwählen. Hier ein kleines bisschen vorarbeiten. Patrouillier ist mir auf kurzen Weg hier entlang. Passt auf, dass hier niemand... weil hier müsste eigentlich der Zombie-Abstand groß genug sein, dass hier nicht zu viel angepult wird. Du patrouillierst mir hier lang. Du... ja, passt mir in der Richtung ein bisschen auf. Die Ressourcen hier zu holen, wäre auch noch ein absoluter Traum. Da sind mir die Häuser wieder ein Stück zu nah für meinen Geschmack. Sehr viel weiter will ich da nicht gehen. Vielleicht gehe ich dann in die andere Richtung weiter. So, hier entlang. Wo wir hier auch ein bisschen zu nah für meinen Geschmack sind. So, den Steinbruch. Dafür brauche ich wieder Holz. Gut, dann machen wir aber zumindest schon mal den Holzfäller. Mit 12. Das ist jetzt auch wieder sehr riskant. Leeway Jenkins. Hat geklappt. Ist das euer Ernst? Nehme ich den Wachturm. Wo will ich den hin platzieren? Den lasse ich mir sogar erstmal frei. Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist mein Bonuswachturm hin? Ich hab den doch gar nicht... ich fühle mich betrogen. Und nein, ich habe nicht die Forschung bekommen. Man muss keine Wachtürme erforschen. Ich fühle mich betrogen. Ich würde sagen, ich will mein Geld zurück. Aber es hat mich halt nichts gekostet. Ich möchte aber einen anderen Bürgermeister. Gut, das geht. 4 Steine, bitte. Also, ich meine hier, die Bürgermeisterwahl hat mich ja nichts gekostet, ne? Ich kann mein Umfeld einfach nicht säubern. Was sind denn immer diese Ruckler hier und da? Die machen mich noch ganz kürre. Mit Curry. Curry. Ja, ich schon wieder. Entschuldigung. Steine. Ja, jetzt brauchen wir bloß noch das Holz, aber da wir einen ziemlich guten Bonus haben. Ernsthaft, wo ist mein Bonuswachturm hin?
Ich meine, der Bonus war sowieso schon kacke, aber jetzt habe ich nicht mal den. Das, also ganz ehrlich, die Boni unterscheiden sich auch noch. Es ist einfach viel zu viel RNG. Es ist, also für Leute, die interessieren, was RNG ist, ist einfach quasi Zufall. Es ist viel zu viel Zufallsfaktor in dem Spiel. Es ist... Du kannst eine kacke Map haben, du kannst eine richtig gute Map haben, du kannst einen unglaublichen Glücksgriff haben beim ersten Bürgermeister. Schaut euch die freie Farm am Anfang an, die ist Gold wert. Ach nee. Nee. Warte. Was macht denn der hier? War der schon immer da? Was kommt da? Ach nee. Das ist damit. Ich habe die Lookout Tower freigeschaltet, oder? Warum heißen die einfach Wachturm? Wie heißen dann die eigentlich? Die meinen. Die heißen Holzturm und Steinturm. Warum könnt ihr nicht einfach Aussichtsturm oder so nennen? Okay, dann weiß ich jetzt, was ich bekommen habe. Ich habe jetzt die Forschung bekommen für diese Lookout Tower. Na gut. Es ist jetzt nicht das Schlechteste. Oh Gott, will ich das? Ich versuch's. Ihr versucht mal schön weiter die Beförderung zu farmen. Weil wir die eine Farm haben, haben wir auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. Energie. Energie. Yay. Das Building ist completed und ich glaube, da wollte ich nicht weiter. Na, das Risiko gehe ich nicht ein, da reiße ich lieber wieder ab. Den Fehler mache ich lieber doch nicht nochmal. Vielleicht einige Leute, die danach schreien und sagen, doch, tu es. Oh, nee. Komm, die zwei Holz. Gebt sie mir! Ich glaube, da oben mache ich so Kasernäme. Das da unten wird so mein Siedlungsgebiet werden. Dann haue ich nämlich hier so, oder vielleicht sogar schon hier so. Ja, hier war eigentlich auch ein super Platz für dann den Wood-Workshop. Oder hierher. Machen wir es hierher. Hier ist nämlich tatsächlich noch ein bisschen... Jawohl, so ultra viel Platz jetzt auch nicht. Ich brauche irgendwo ja noch ein kleines bisschen Nahrung. Es muss doch nur noch ein bisschen... Ja. Wisst ihr, bei der letzten Map war das mit diesem toten Ende nach unten hin. Das war so schön. Das war so unglaublich schön. Das lässt sich gar nicht in Worte fassen, wie schön das war. Und ich hab's vermasselt. Na gut. Ich weiß nicht, inwiefern das überhaupt machbar war in den Zeitpunkt, an dem Punkt, wo ich war. Und keine Nahrung mehr. Es muss neue Nahrung her. Denn wir haben keine Nahrung mehr. Ob das so clever ist. Ich will es einfach nur mal hoffen. Ach stimmt, die brauchen gar keine Nahrung. So war das. Da kommt einer. Ja, kümmerst du dich mal drum. Bevor er mir Ärger macht. Ach, er pullt der Soldat mir zu viel mit. Ich weiß doch selbst nicht, ob ich sicher bin. Ich muss jetzt ganz genau aufpassen, ob hier irgendwo noch was kommt. Hi.
Schreinerei braucht noch ein bisschen. Nach da unten ist aber sicher, oder? Gut, da ist sicher. Es ist keine optische Täuschung. Yay. 13 oder so? Ich nehme mir die 16 mit, komm. So schnell komme ich da nämlich nicht dazu, weiter auszubauen. Ich brauche noch ein kleines bisschen Freiraum. Hier hätte ich sogar gerne den Wachturm platziert, hätte ich tatsächlich so einen Turm bekommen. Aber gut, ich könnte so einen platzieren. So, jetzt haben wir hier drei Leute. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und zumindest, ich bewege mich ja auch nicht weg. Ich lasse die von mir erst langsam selbst kommen. Hier kann ich mal ganz kurz ein kleines bisschen anpieksen. Die Mission ist schlimm. Habe ich das schon mal erwähnt? Nein! Mensch. So wird das nicht gehen, oder? Nee, dachte ich es mir. Oh, wir nehmen noch einen Vierer. Oh! Hulu! Hululu! Wo kommst denn du plötzlich her? Ich glaube, die Tesla-Spule können wir vergessen. Ui, da war das knapp. Du gehst wieder her, weil genau diese leere Stelle wollte ich gleich wieder stopfen. Das war knapp. Reparieren. Habe ich eigentlich... Ich glaube, ich habe es ein bisschen überzogen, oder? Wollte ich nicht eigentlich die Aufnahme beenden? Und das eigentlich schon vor 10 Minuten? Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge.